unser viertes Kind, der Lars, der ist mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen. War ganz eine schlimme Geburt. Auch die Erlebnisse danach waren ganz schrecklich. Ängste, was einem erzählt wird, wie das Leben mit diesem Kind sein wird. Ja, und uns geht es eigentlich darum, dass man aufklärt, dass es nicht schrecklich ist, wenn man ein Kind mit Down-Syndrom bekommt. Nein, das Down-Syndrom ist keine Krankheit, das ist ein Gendefekt. Das ist am Anfang, wenn sich die Zellen teilen, in der Meiose, gibt es eben statt das 21. Chromosom, entwickelt sich dreimal anstatt zweimal. Ja, die Diagnose ist schlimm. Man hat einfach Zukunftsängste, wie soll das Leben weitergehen? Man hat das Gefühl, man wird gefangen mit diesem Kind. Nur negative Sachen im Kopf, ganz, ganz schreckliche Zukunftsängste. Welche Ratschläge geben Sie werdenden Eltern oder auch schon Eltern, die solche Kinder haben? Gibt es da irgendein Rezept? Ein Rezept gibt es da gar keins. Also wir in der Selbsthilfegruppe, die meisten haben das gewusst in der Schwangerschaft schon, haben sie dann zusammengesucht und ja, wir geben uns eben gegenseitig Stütze, dass wir uns gegenseitig helfen mit Therapien, welche Ämter müssen wir abklappern, damit wir gewisse Förderungen bekommen. Welche Therapien gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, diese Therapien auch zu bekommen? Wo wendet man sich hin? Jegliche Behördenwege, auch bürokratische Wege wie Kindergarten, Schule, gibt es immer wieder Probleme. Und dann sind wir auch in erster Linie dazu da, dass wir den werdenden Eltern und auch die gerade ein Kind bekommen haben mit Down-Syndrom, unter die Arme greifen und sagen, hey, es ist nicht das Ende der Welt, sondern im Gegenteil. Es bedeutet ganz viel Glück. Diese Selbstständigkeit von ihm und auch dieser normale Umgang. Er ist ein ganz normales Familienmitglied, ob mit oder ohne Down-Syndrom. Er wird ganz genauso behandelt wie alle anderen Kinder. Das ist uns auch sehr wichtig. Und das ist halt unser Anliegen auch an die Gesellschaft. Er sieht natürlich anders aus. Das ist ein Hauptgrund, warum er oft ausgegrenzt wird. Der Mund ist öfters offen, die Augenpartie sieht anders aus, die Nase ist anders, die Ohren sind kleiner. Die Arme sind kürzer, die Beine sind kürzer. Ja, also er wird durch sein Aussehen eher einmal als Kleinkind ausgegrenzt, als was durch seine Behinderung. Merkt er selber in seinem jetzt noch kindlichen Alter schon etwas, dass die Menschen mit ihm anders umgehen? In gewissen Situationen merkt er schon, ja. Wenn schlimme verbale Äußerungen kommen, merkt er das. Er versteht das noch nicht, aber der Tonfall, es fällt ihm schon auf und er beginnt dann meistens zum Schreien. Was ihm mal, dass das Angst ist, was ihm da dann dazu bewegt, dass er schreit. Oder wenn am Spielplatz Kinder sind, die ihm nicht mitspielen lassen, das merkt man dann natürlich auch sehr wohl, dass das halt nicht so okay ist. Nur den Zusammenhang weiß er noch nicht, warum das so ist. Als Leiterin einer Selbsthilfegruppe hat man ja immer Wünsche und man kann auch mit den, sage ich mal, mit den Behörden oder Politikern anders sprechen. Haben Sie irgendwelche Wünsche an die Gesellschaft? Was soll und muss sich unbedingt verändern? Nicht nur jetzt im Sinne von Down-Syndrom, sondern vielleicht sogar allgemein mit dem Umgang mit Behinderten. Das Allerwichtigste ist die Akzeptanz vom Anderssein, egal ob das jetzt die Religion ist, die Sexualität, eine Behinderung, ganz egal. Das ist das Wichtigste. Die Toleranz muss sich ändern, diesen Menschen gegenüber. Und was ganz wichtig ist, es ist im Gesetz ja verankert, Inklusion.
die findet fast nirgends statt. Es gibt die Integration. Was versteht man genau unter Inklusion? Inklusion ist die Gemeinsamkeit. Alle gemeinsam, alle gleich. Jeder ist gleichgestellt. Niemand wird ausgegrenzt. Wie reagieren andere Kinder im Umgang mit Down-Kindern? Naja, es gibt die Kinder, die ganz normal damit umgehen. Das ist eben vom Elternhaus abhängig. Und zwar schon sehr früh. Das beginnt im Kindergartenalter, oft sogar manchmal früher. Wenn die Eltern keine Akzeptanz gegenüber anderen haben, dann haben das die Kinder leider auch nicht. Und zwar schon wirklich sehr früh. Das bekommen die auch zu spüren. Mit Wegstoßen, Ausgrenzen, du darfst nicht mitspielen, lass mich in Ruhe, du bist dumm oder wie auch immer. Also man merkt das schon. Das gilt aber nicht jetzt nur für Kinder mit Beeinträchtigungen, sondern das ist generell. Wenn die Eltern irgendjemanden nicht mögen, dann geht das auch über die Kinder. Was passiert in der Selbsthilfegruppe? Was haben Sie geplant? Was möchten Sie in Ihrer Aufgabe mit einem Down-Kind verändern oder was möchten Sie noch bewirken? Also in der Selbsthilfegruppe an sich möchte ich gar nichts verändern. Wir wollen einfach uns treffen, uns austauschen, uns stützen, unseren Kindern Freundschaften ermöglichen, die sonst nicht möglich wären oder sehr selten möglich sind. Für unsere Kinder wünsche ich mir, dass die in den Kindergärten und in den Schulen akzeptiert werden, so wie sie sind, und nicht irgendwo anders hinfahren müssen, weil eben da gerade keine Stützkraft ist oder keine finanzielle Möglichkeit ist oder wie auch immer. Und dass unsere Kinder am ersten Arbeitsmarkt eine Chance bekommen. Wenn Sie Fragen haben, wo können Sie sich hinwenden? Es gibt seit kurzem diese Neugeborenenbox für Eltern, die ein Down-Kind bekommen haben oder bekommen werden. Da stehen alle Informationen drinnen in der Umgebung, wo Selbsthilfegruppen sind, wo man sich hinwenden kann, wer Hilfe leistet, wo es Förderungen gibt. Ja, da stehen eigentlich alle Informationen da. Ist eigentlich ganz gut aufgebaut.